So, wir müssen zu unserem Friend. Friend. Ist er wirklich unser Friend? Ich weiß es nicht. Falsche Richtung. Was würde ich nur ohne dich tun, Schnipsen? Ab in die Kutsche. Ärgere mich immer noch ein bisschen, dass ich den Jungen verloren habe, aber würde sagen, passiert den Besten. Kurz an die Kameraperspektive gewöhnen. Oh, Ziegel. Heute gehört. Waren wir schon mal oder haben die den Tunnel einfach jetzt weitergebaut? Kommen mir so neu vor. Hier ist man. So, wo sitzt der denn? Ach nee, wir sollen uns hier hinsetzen? Ne, wir dürfen lesen. Zur Arbeiterbewegung und ihren Anführern. Die Arbeiterbewegung wird stärker. Ihre Wirkung wird nicht nur in großen Städten deutlich. Man kann nun sagen, dass Arbeiter in Städten und Ortschaften zusammenkommen, um sich eine bessere Zukunft zu erkämpfen. Das überrascht wenig, wenn die Bewegung solch charismatische Anführer hat. Es reicht schon, unersetzliche Figuren wie Rosa Luxemburg oder Marcin Kasperczak zu erwähnen. Diese Menschen besitzen eine magische Anziehungskraft. Man muss ihnen nur zuhören. Und schon fühlt man sich mehr als bereit, sie zu unterstützen. Was ist ihr Geheimnis? Ich antworte direkt: Die Reinheit ihrer Ideale. Sie sind Menschen, die ihrem Land aufrichtig dienen, und wir sollten ihrem Beispiel folgen. Kimitschik. Hier noch was zu lesen? Wir müssen viel lesen. Nee, sieht nicht so aus. Weil wir brauchen die Erfahrungspunkte. Wieso kniet da einer? Days, Mr. Digits. A few days. You see this guy? Mr. Digits. I'll pay it back, I swear. They're running tomorrow at Makoto Freight Track. I'll win. Deal? We had one as long as you paid your dues. I'm begging you. Quit your bawling. You'll get tear stains on my rug. It's Persian. You look tired. Want a coffee? What kind of performance was that? He owes me money. And what did he spend it on? A house? His kids? On the races. This time it was a sure bet. Sure, on a horse that stumbled in front of a speakeasy and had to be shot. I want my 12 rubles. Please, don't let him. I only owe 12 rubles. Ich will doch jetzt nicht die Schulden anderer bezahlen. You'll make it up to me. Every kopieka. Das ist nicht mein yes. Deal. I'll repay it all. Thank you, Mr. Nijit. We're not saying goodbye yet. The boys will take you to stage two of our little chat. Get him out of here. So, how'd you take it? Black or cream and sugar? Kein Kaffee. I don't want coffee. Shit. Who turns down coffee? What kind of a man are you? Tell me what brings you here. There's a certain woman who'd like to disappear from Orso. Conventional transportation isn't an option. What exactly do you mean by disappear? Disappear halt. I don't want to kill her. It's Warsaw, Victor. We have a lot of options. We can ship her out of the country, send her to a brothel, kill her, and use the corpse to fertilize geraniums. So be careful what you wish for. I'm looking for safe and discreet transportation to Vienna. On the double quick. Sadly, the shivs can't help. That's not our line.
Passport policy is a nightmare, and smuggling will get you the news. Not worth it. But I know a man, Javier something or other. Although finding him might be tricky. Den finden wir. You know anything more about this Javier fellow? He's a legend. He smuggled socialists, contraband. Recently, he had 7 kilos of TNT inside biographies on Skowon. Why is he so hard to find? Because he's the best at what he does. You know where I can find him? Thank the gods of chaos that you've got a great buddy like me. There are rumors going around that Javier's staying on one of the boats on the river. It's called the Malenka. I'd start there. Thanks. I'll head off. Not so fast. Have you been to Povishla since you got back from your travels? Yeah. Yes, as it happens. A rather unique neighborhood. Fishermen, porters, and craftsmen, all trying to make ends meet. Is that all you've noticed? More or less. Stuff goes on there that make your blood curdle. The locals can't stand outsiders and protect their own. Don't go around grilling random people. Thanks. I can handle it from here. I doubt it. Oh, wenn das schon sagt. I doubt it. Aha. Merke ich mir. Bestimmt nur, weil ich den Kaffee abgeschlagen habe. Ich glaube, das hatten wir schon. Ja, hatten wir schon. Sind wir bei dem Point of Interest, wundere ich mich immer, dass sie da nicht verschwinden. Und zurück nach Povishla. Auf geht's. Wie kommen wir jetzt ab? Wir brauchen ein Boot, um zu dem Boot zu kommen, oder nicht? Könnte tricky werden. Ah, ich habe mich verdrückt. Warte mal. R1 drücken. Genau. Ich will zur Barkasse. Hier regnet es aber auch wirklich permanent. Das ist ja fast wie in London. Zumindest sagt man das so über London immer. Dass es da sehr oft regnet. Wieso sind das zwei Spuren? Warum stehen hier Wachen, die schon wieder überhaupt nicht in dem Mut sind, mit mir zu reden? Hallo? Excuse me, officer. What do you mean not allowed? Sergeant Kadash, folks gotta work there. Feed their families. We're conducting an operation. More like farting around. My taxpayer rubles are paying for you to chow down on herring. Let me through to the wharf. And what are you here for? Oh shit, die Werft ist gesperrt. Müsste auch durch. What's going on here? What's going on? Incompetence. The pigs had a weapons transport up and vanish on them, and now they're quaking in their boots. You watch your mouth. Nobody's getting in until we're through. Lieferung gestohlener Waffen. Die Polizei sucht nach der Lieferung gestohlener Waffen. Bis sie gefunden haben, ist das Flussufer für Unbefugte tabu. I need to get through. Can we make a deal? As one pole to another. I am a pole, like my father and grandfather before me, so I will reply in the spirit of our nation, our traditions. Fuck off! Okay. You can both go to hell. You're in Ruski territory. I'll keep my head down. Ich habe keine Lust, den Vater Stolzes weiter auszureizen. Polizeibefehl. An alle Einheiten. Gestern Nacht wurde im Hafen von Praga ein Angriff auf einen Frachtkahn verübt, der Kisten mit Munition transportierte. Alle verfügbaren Beamten bitte in das Gebiet. Die Bande bestand wahrscheinlich aus 5 Personen, stämmige, maskierte Männer. Unterschiedlichen Alters.
Register. Dieses Register enthält Aufzeichnungen des Wachtmeisters über alle konfiszierten Waren. Worte hängen an wie eine dunkle Wolke über dem Register. Versager. Zischen sie. Sie tuscheln von Schmach und Schande, die einen im Büro des Vorgesetzten Unweigerlichen erwarten. Und sie flüstern von der Notwendigkeit, diese Ängste tief im Inneren verborgen zu halten, damit die Untergebenen nicht herausfinden, dass sie allesamt erledigt sind. Beobachtung. Gendarm. Der Gendarm stammt aus Povisle. Er könnte Karas erklären, dass es sinnlos ist, das Ufer abzusuchen. Schlussfolgerung. Die Suche am Ufer. In seiner Sturheit lässt Karas seine Polizisten den Zugang zum Ufer bis zum Ende aller Tage blockieren, während sie nach etwas suchen, das dort überhaupt nicht ist. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn der Wachtmeister einfach um Hilfe gebeten hätte. Oveles! Hallo. The police are conducting an operation in this vicinity. Nothing to see here. Well, all right, I give in. We've been here since morning and nothing. Anybody got an idea of what to do, Slim? Honestly, Sergeant, I don't know what we're doing looking in Povisle. We're conducting a large-scale investigation. Some men here and some at the port. If you ask me, ain't no point. Me, I'm from Povisle. And I'm telling you, all's we gonna find here is vodka and smokes. If the transport got nabbed at the port, we gotta search at the port. Just real intense. A concentrated operation in the most likely area? Very well. Boys, to the port! Let's go! Haben uns den Weg frei gemacht. Gute Tür. Hier waren wir auch noch nicht. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie schön das Game eigentlich aussieht, ne? Ich weiß nicht, ich mag den kompletten Stil. Bett. Die Laken wurden achtlos aufs Bett geworfen. Leidenschaft hat ihre Spuren auf den Laken hinterlassen. Schnupftabakdose. Eine Schnupftabakdose mit Coca-Blättern. Es ist ein Hilfsmittel, auf das jemand keinesfalls verzichten möchte. Die Hand wandert instinktiv zur Tabakdose, sobald körperliche Anstrengungen bevorstehen. Bei einem Kampf gewährt sie einen dringenden benötigten Energieschub. Im Schlafzimmer gewährt sie, wenn es die Situation erfordert, die nötige Stimulation. Boxsack. Ein ramponierter, handgefertigter Boxsack. Er sieht robust aus. Eins, zwei. Eins, zwei. Schweiß strömt ihm vom Gesicht. In seinem Kopf dreht sich alles nur um eines. Die Hiebe prasseln im Takt gegen den Boxsack. Sie verraten Präzision, Leidenschaft und Bereitschaft zur Improvisation. Die Hiebe der Boxhandschuhe haben eine deutliche Spur auf dem Boxsack hinterlassen. Sie ist so kraftvoll wie ein reißender Fluss, so unterbrechenbar wie eine Sturmflut, so voller Leben wie die ersten Tropfen des ersten Frühlingsregens. Mensch, was riecht sie philosophisch hier wieder? Blutbefleckte Bandagen. Auf den Bandagen, die achtlos zur Seite geworfen wurden, sind immer noch Blutspuren zu sehen. Die Bandagen wurden um gesunde, starke, unversehrte Hände gewickelt. Erst später wurden sie im Blut getränkt. Es war das Blut eines Gegners, dessen Gesicht eingeschlagen wurde und der dabei mehrere Zähne einbüßte. Verstreute Kleidung. Die verstreute Kleidungsstücke deuten darauf hin, dass hier jemand wohnt.
Die Kleider wurden wie Ballast von den Schultern geworfen und liegen nun in verschiedenen Ecken und Winkeln der Bleibe. Sie warten darauf, dass jemand sie wieder aufhebt und erneut anzieht, auch wenn sie zerknittert und schmutzig sind. Wer auch immer hier lebt, legt keinen Wert darauf, alles blitzsauber zu halten. Schlussfolgerung. Tafir Barkasse. Tafir hat sich die Barkasse als Junggesellenbude hergerichtet. Hier lebt er ihr, trainiert er hart. Hier feiert er seine Siege in weiblicher Gesellschaft und lässt sich von ihnen nach Niederlagen trösten. Sein ganzes Leben scheint sich um Kämpfe zu drehen. Ich sollte mich in der Nachbarschaft nach einem Sportverein oder einer Boxhalle umsehen. Na dann, müssen wir ran Boxverein suchen. Oh nein. The Flatfoots are gone, but I got a hunch I'm gonna have trouble with you. Interesting hunch. We taking him to Ariel? Nah, we'll do this our way. Ach nee, Jungs. Haben wir denn hier Schönes? Welas. Lelek? Gar nix. Okay. Kann ich mit Lelek an, no? Ich hätte gern Lelek. Wir hauen den hier ins Gut. Okay, den habe ich verdient. Go, Lelek. Okay, Qual. Das ist super. Wir haben seine Aktion einfach gekillt. Okay, den habe ich verdient. Dich breche ich. Und wir nehmen jetzt Welas. Welas muss da reinbeißen. Und den machen wir kaputt. Tschüss. War schön mit dir. Aua. Aua! Okay, das ist immer noch lustig, der Schuss darf weniger Schaden machen als alles andere. Oh Mann. So, der fällt doch eh gleich von alleine um. Den anderen muss Willis vorher noch töten. Dann machen wir den mal noch. Genau, weil wenn Willis da nicht vorher angreift, haben wir wieder die Negativeffekte drauf. Oh, das hat mir einen Fokus gezogen. Tschüss, war schön mit dir. Der ist eingeknickt. Oh, der Arme. Oh nein, er lebt noch. Das war zu wenig. Hol ihn dir, Welas. Nein, der lebt auch noch. Was ist hier los? Ist hier weg damit. Beiß rein, Junge. Geht doch. Dass sie so kurz noch überlebt haben. Oh, oh nein. Enough of this, Nariskit. Say who you are and what you're doing on my turf. Wo kommt das jetzt her? Wir stellen uns vor. My name is Viktor Schulski. First, show yourself, coward. Boah, warum bist du schon so arrogant? You're in no position to raise your voice. Hallo. It's better that way. We can talk as equals. What are you making such a gewalt for? What do you want? Ich suche den Typen. I'm looking for Javier. What for? Let's say I need his services urgently. Is that all? Ich hätte nach dem Salutar fragen sollen. I took you for someone else. I can introduce you to Javier. You interested? I know Javier likes to fight. So, should we head to the boxing ring? Something like that. I see you've sniffed out what you can. Shall we? Oh, ich hätte wegen des Adoptors fragen sollen. Who did you take me for earlier? Nothing of interest to you.
internal neighborhood affairs. That's all? No extra conditions or requests? Tongue of a devil, heart of an angel. That's me. Lead the way. Sass. You sure changed your tune quickly? Alles, Sass. Welcome to Povishla. Fighting first, hugging later. Ariel Rafe, stick with me and they won't touch a hair on your head. Just don't come on Saturdays. Ich will sein Salutor haben. Welcome to the dungeon, a mecca of gambling and violence. You see the box above the ring? I'll wait there. Make yourself comfortable. Put a bet on the fight. And come find me. Halleluja. Es gibt viel zu lesen. Verlorene Wette. 2. September, Braschküs. Gegen Suppe. Sieg Braschküs. Satz 10 Rubel. Unterschrift X. Aber wir dürfen uns die ganzen Wetten durchlesen. Javier Kampfliste. 25.8. Rotauge Wackloff in der zweiten Runde besiegt. 27.8. Dennis Wolgin hat sich in der dritten Runde ergeben. 2.9. Suppe hat Gleichstand geschafft. 3.9. Joaquin Hernandez in der dritten Runde gewonnen. Gordon Hermanas. Doch, Hermanas ist noch dran. Broschüre. Erleben Sie ein einzigartiges Spektakel in Warschau. Revolverhelden und Indianer direkt aus dem Wilden Westen. Settingball, der legendäre Indianerhäuptling. Die süße Annie O'Clay und die legendäre Gordon Sisters. Kommen Sie und entdecken Sie Amerika. Wenn man jetzt dann wüsste, was das gehört hat. Wir dürfen doch nicht mit mir reden, wir müssen uns umschauen. Oh, es glitzert! Boxhandschuhe, der Name Braschküsk. Ich kann den Namen nicht aussprechen, es tut mir leid. Wurde im Bereich der Handgelenke eingestickt. Auf den Boxhandschuhen ist eine deutliche Spur von Gedanken zu erkennen. Einige sind brutal und heftig wie eine Sturzflut, andere zärtlich und verspielt wie ein kleines Bächlein. Ich sag doch, hier wird schon wieder philosophisch. Ist hier hinten was? Er hat geglitzert. Okay, wir gehen hoch. Ich will nicht mit ihm reden, ich will mich noch umschauen. Vertraute Spur. Die Spur auf den Boxhandschuhen stimmt mit der Spur überein, die ich auf dem Boxsack in der Barkasse gefunden habe. Schlussfolgerung. Der Star der illegalen Preiskämpfe. Braschküsk leidet an einer ernsten Hüftverletzung. Aber das ist nur eines seiner Geheimnisse. Die Spur auf seinen Boxhandschuhen stimmt mit der Spur auf dem Barkasse überein. Javier ist Braschküsk. Braschküsk ist Javier. Roffe versucht mich wie einen Idioten aussehen zu lassen. Schon haben wir das Geheimnis gelüftet. Das ist Gordon. Können wir mit dem einfach so reden oder kriege ich aufs Maul? Excuse me. Are you ladies fighting here? Yep, Bessie and Alice Gordon from Buffalo Bills. There a problem? Nö. No, not at all. I'm wondering how you ended up here. Getting even. We got a score to settle. Ugh, sure do. With Barstick. Barstick. That fucker was going with me for a while. Only he didn't mention. He was dating me too. Oh. I'm gonna jog his memory. American style. With violence. I see. Good luck in the fight. Okay. Wild. So, wir können mit dem Typen reden, no? Place your bets, ladies and gents. Don't miss the chance to earn some dough. How about a bet? What kind of place is this? You're awful twitchy. You want a spree or angling to rat us out? Who let you in here? Ich glaube, das war die falsche Frage. Forgive me, sir. I'm at a stag party and I'm a little... Bad case of the jimmies? We all know that feeling. You're in our dungeon here, gent. No rules, no restraints. That's how we play around here. Ich glaube, wir haben die Kurve gekriegt. Ask away. I'll tell you what I know. Wir haben die Kurve gekriegt. Who's fighting?
our pride and joy, a real canny lad from right here in Povisla, Barschik. And in the Barschik. Other corner? Everybody who wants to take him on. All of them against one. Sort of a local tradition. So, you betting there ain't you? Wie viel Geld habe ich denn? I'd like to bet on the fight. On Barschik or on everybody else? I'll put a rubble on Barschik. Corking choice. You take Wenn der jetzt verliert, bin ich sauer. Sure, why not? Get riding. Victor, aber mit einem W. Okay, wir haben gewettet, das können wir zu... Warte mal. So will. You're fretting, Ariel. His hips are fine. Shouldn't you be at home right now? With your husband? Aww. And you, what are you doing here? Barschik, meet Victor Shulsky. He has business with Javier, and he'll do anything to meet him. Anything? Anything. Victor is a thaumaturge. It might make for a fantastic main attraction. What do you think? Ach nö. Sorry, what? Nein. What? A magician in the ring? Yeah. Nein! Nein, darf ich nur sagen, nein! Enough kidding around, Barschik. I know you are Javier. Well, you almost impressed me. Javier Sanchez Viaconejito Ramirez. Now that we know you ain't just anybody, maybe you can show us if you're the real deal, or just some stiff from downtown. Oh. Tritt mich noch im Kopf und Kragen. Ah, oh, mein Gott. Alright. Yeah, I like him. Wir müssen uns ja auf die gute Seite von ihm stellen, aber jetzt haben wir, glaube ich, gegen uns selber gewettet. A slight change of plans. I won't be fighting. Nein, wir haben für uns selber gewettet. I know. Barschik is the best. But listen. Marcel ich habe für mich selber versus gewettet. Versus a son of Shurmisha, a swell, a magician. Victor Shulsky. Ja, nimm noch den richtigen Namen, du Eumel. Don't embarrass me. Ja, du und deine Hüftverletzung embarrassen mich. Ah, oh. Buklavas. Opür, Velas. Der muss weg. Und der muss weg. Veles und Buckler. Aber Buckler hat so ein Kack-Angriffsset. Ich brauch mal dich bitte. Und du musst da jetzt mal. Na ja, komm, wir machen den gepeinigt. Und der kriegt das drauf. Aber der darf hier niemanden mehr heilen. Das wird übel ätzen sonst. Aua. So, als nächstes brauchen wir Willis. Oder wir provozieren und machen Opür. Dafür müssen wir den Rechten ignorieren. What? Hat dem Moment. Opür, du machst mal den. Das wird nicht reichen. Aua. Ich hätte davor speichern sollen, doch mit. Wieso wird mein Lebensbalken schon wieder vernichtet? Was macht ihr denn für abartigen Schaden? Meine Fress. Will es einmal reinbeißen, bitte. Obwohl, können wir den töten? Oh ja, hier. Beiß da mal bitte rein. Der ist dead. Wichtig. Hä, ich hab doch nicht auf den...
Der muss weg. Warte mal, Veles, du musst den hier eigentlich angreifen. Ja, das ist sehr gut. Dann hauen wir den jetzt. Danke, Veles. Schöne Kombo. So, der hält noch 8 aus. Das heißt, wir machen eine Farce. Und der bekommt hier nochmal ein bisschen Leben abgezogen. Autsch. Müsst schon 3 Gehirnerschütterungen haben. Komm, den hau ich zurück. Ha! Tachmatt! Good, Victor. The crowd loves you. They love to hate you. That's all right, too. Give them time. Does Victor deserve the neighborhood's respect? Maybe the Chicos from Fifth Alley will make mincemeat out of him. Nein, nicht noch eine Runde. You can do it, Och, Victor. Jungs, das habe ich nicht unterschrieben. Na, anders darf ich mich entscheiden. Who's next? Haben wir hier Schönes? Bakwa? Veles. Lelek. Okay, das ist kacke. Okay, das ist auch kacke. Ey, ihr seid ja alle doof. Ich möchte gerne Lelek zuerst haben. Merci. Lelek, du darfst da mal hauen. Okay, das hat mir gerade all meinen Fokus geraubt. Pick ihn nicht gebrochen. Ich nehme Veles und Veles beißt da mal rein. Und wir beißen ihn rein. Wunde Nummer 1. Was ist das für ein negativer Effekt auf mir? Normal hätte Lelek den doch eigentlich negieren müssen. Okay, das ist so eine Fokustruppe. Die gehen auf meinen Fokus. Gehen wir dagegen? Brauch ich. Richtig so. Ah, das war Overkill. Ach, kacke, das war Overkill. Na komm, dann brechen wir den hier noch. Aua. Langsam tut's weh. Er ist gepeinigt. Aber warum krieg ich den? Okay, den haben wir. Gut. Ja. I see. Aber wir haben unseren Fokus zurück. Und du? Wählen wir ihn oder tun wir ihn einfach Schachmatt legen? Wir legen ihn Schachmatt. Und du wirst zu Veles und schnappst dir den. Tschüss. War schön mit dir. Den hauen wir auch nochmal. Wird nicht ganz reichen, ne? Okay, er stirbt einfach, weil er gepeinigt ist. Er stirbt vor Pein. Straight from America. They box like a whirlwind and Nein, kiss like a dream. Nicht die Mädels. The Gordon sisters. Nein.
Ich hab Angst. Die machen böse Aua. Ey! Try not to get them even more damn riled up. I'm only here for professional purposes. Ja, ja. A professional ass kicking. Ich hab keine andere Wahl. Let's fight. Krieg jetzt bestimmt voll auf die Nase. Buckler. Üpür. Okay. Dauert zu lange. Okay, die haben sich gebufft. Jetzt habe ich Angst. Ich brauche Buckli, weil Buckli muss da mal ran. Das Gepfeife, ey. So, wir nehmen Opür. Der muss mir gerade den Arsch retten. Aber warte, wir können sie brechen. Sie müsste gehen. Genau, weil sie jetzt den Fokus verliert. Danke. Die hauen nämlich ganz schön rein. Die machen 10 Schaden pro pro Hit hier. Ich glaube, wir brauchen Velas. Hier, Velas, gönn dir mal. Und ich mach das da. Wir müssen überleben. Boah, die Zwiebeln. Die Zwiebeln so sehr. Wir machen nochmal einen Verteidigungsplus, kriegen gleich. Hat sich gerade mein Controller verabschiedet? Aua. Die wird doch... Ah komm, die fällt doch jetzt. Danke. Ich hatte schon Angst um mein Leben. Aua. Hat aber auch einen Schwung drauf. Ich nehme jedes Leben, was ich kriegen kann. Jetzt so viel Rüstung jetzt bekommen. Immer schnell eine Aktion, schnell Aktion machen. Genau deswegen. Aua. Sie macht zum Glück nicht mehr so viel Schaden. Aber gefühlt kriegt sie immer mehr Rüstung. Oh, das zäppelt übel. 8 Leben müssen wir noch klein kriegen. Mühsam ändert sich das Eichhörnchen. Noch mehr Rüstung. Yay. Wirklich Lelek raus hier. Shit. How much more? Come on. Smile. Und jetzt kommt hier Bastian. That's enough for him. Come on. You deserve it. Did you see him? Nein, Fresse. Not such a weak Chico after all. How do you feel? I'm in the mood to do business. Tell me, gringo. How can Javier help you today? Heißt drauf, dass er gelogen hat.
I know, Mago. Say what you need me to smuggle. Who? One lady needs to discreetly leave the Russian partition and get to Vienna. For how much? How much do you need for this? The costs of transportation, bribes, paperwork. She can afford it. Let's just say she's quite far up in high society. A rich chica wants to go to Vienna? Well, I don't know. I don't know. I'm sure somebody is looking for this Klafter. Otherwise, she'd get on a train. If they catch us, it's la muerte para nuestros amigos. However, fortune favors chutzpah, after all. Al diablo. The river giveth, the river taketh away. Vámonos. So, what's now? Now go get the lady, and we'll meet at Port Praga at night. But tell that Klafter of yours that it ain't gonna be a tea party. Adios. Okay. So kann man uns auch loswerden.